Willkommen zum Gottesdienst, einem besonderen Gottesdienst. Dass die Musikerinnen und Musiker des Posaunenchores unter der Leitung von Thilo Braun hier vorne sitzen und spielen, hat natürlich seinen Grund. Langjährige Mitglieder sollen geehrt werden. Schön, dass dies nach 2 Jahren Corona wieder möglich ist. Und schön, dass zumindest fast alle Beteiligten gesund und auch hier sind. Die Ehrung selbst wird Bezirksposaunenchor-Obmann, ich habe lang mit dem Namen geübt, Frieda Wittmann vornehmen. Auch Ihnen ein ganz herzliches Willkommen und schön, dass Sie auch mitspielen. Schön, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. So lasst uns feiern, Gott danken, beten, singen und spielen, Gott zum Lobe, uns zur Freude. Die güldne Sonne voll Freud und Wonne. Wir feiern im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Lasst uns dem Psalm für heute im Wechsel beten und ich bitte Sie, die jeweils eingerückten Zeilen zu lesen.
Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschen, Kinder oder dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Wir werden still und beten. Wie köstlich ist deine Güte, Gott. Nicht immer spüren wir das im Leben, und doch bist du da, mitten unter uns, in deinem Geist, mit Musik und Gesang, in Menschen, die uns zur Seite stehen, in der Lebensfreude, die uns Mut und Kraft gibt für den Tag, in Versöhnung und Liebe und Neuanfang, in der Ruhe mitten im Sturm. Quelle des Lebens bist du, so betet der Psalmbeter, und darauf vertrauen wir, dass wir immer wieder neu aus dir schöpfen können, frisches, lebendiges Wasser für unsere Seelen, auch jetzt und hier und heute. Gott, gib uns dieses Wasser des Lebens. Herr, erbarme dich. Hat Erbarmen. Hört das Wort aus dem Propheten, vom Propheten Jesaja. Stärket die müden Hände und macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Er kommt und wird euch helfen. Ehre sei Gott in der Höhe. Ehre sei Gott, wir singen es aus dem neuen Gesangbuch nach einer kurzen Intonation. Thank you.
Wir beten: Gott, gib uns Ohren, die hören, und Augen, die sehen, und ein weites Herz, andere zu verstehen. Gott, gib uns Mut, unsere Wege zu gehen. Dies bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören heute die Lesung aus Lukas 14, die Verse 15 bis 24. Als einer der Gäste das hörte, sagte er zu Jesus: Glückselig ist, wer im Reich Gottes am Mahl teilnehmen darf. Und Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festmahl und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der Erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft. Jetzt muss ich unbedingt hingehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Und bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt auf die Landstraßen und an die Zäune. Dränge die Leute dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte dazu, sich zu erheben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen. Thank you.
Ich habe mich entschieden, über den auch heutigen Predigttext zu predigen. Der steht im Alten Testament in Jona 3, die Verse 1 bis 10. Das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, nach 40 Tagen und dann wird Ninive zerstört werden. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Der stieg vom Thron herab, warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh, und sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Und er beschloss, seine Drohung nicht wahrzumachen. Gott, lass uns hören und verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Musikerinnen und Musiker, das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Wissen Sie eigentlich, wie viel Trost in diesem Satz steckt? Zum zweiten Mal. Jona bekommt eine zweite Chance und Ninive und allen, denen es gerade schwerfällt, Gott zu hören oder das, was sie hören, auch zu tun. Die meisten von Ihnen wissen, wie Jonas Geschichte begann. Ich lese einmal die ersten beiden Sätze aus dem Buch vor. Da heißt es, das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf den Weg, aber genau in die andere Richtung. Ich weiß jetzt nicht, warum ich da als erstes an die aktuelle Situation von Kirche dachte, aber das sei mal dahingestellt. Worauf ich hinaus will, vor der zweiten Chance gab es eine ziemlich dramatische, spannende, wechselvolle Vorgeschichte, die, finde ich, unserem Leben sehr lebensnah beschreibt. Gott spricht, Jona hört, hat aber ganz andere Ideen, ist unsicher und flieht, geht den eigenen Plänen nach, versucht sich herauszuwinden, scheitert, steht vor dem Ende. Die Stürme des Lebens brechen über ihn herein. Jona wird auf hoher See ins Meer geworfen aus Angst vor dem Untergang des ganzen Schiffes und seiner Mannschaft. Ein Wal verschluckt ihn. Jona betet und fleht Gott um Hilfe an. Der Wal spuckt ihn ans Land und dann das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal. Also wenn man es genau nimmt, die zweite Chance begann damit, dass er ans Land ausgespuckt wird. Okay, das weiß ich jetzt nicht, was das symbolisch bedeuten soll. Was ich meine, die Geschichte des Jona ist auch unsere Geschichte. Als Menschen, als Gemeinschaft von Menschen, als Kirche. Gott spricht und wir haben so dann die romantisch-idealistische Vorstellung, dann ist alles klar. Aber eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Gott spricht und die Probleme fangen an. Was genau sagt er eigentlich?
Ja, also hier, Posaunenchor. Was sollen wir tun im Posaunenchor? Wie finden die Generationen zusammen? Wie können wir junge Musikerinnen und Musiker auch weiter begeistern, so wie wir es bisher taten? Wie die unterschiedlichen Erwartungen abdecken? Wie fördern wir Gemeinschaft und Zusammenhalt und die Qualität unseres Spielens? Musik zum Lobe Gottes. Wo und wie und welche Musikstücke denn genau? Und bitteschön, also Spaß machen soll es ja auf jeden Fall und jedem Einzelnen. Gott, könntest du bitte etwas deutlicher sprechen und genauer und konkreter sagen, was wir jetzt tun sollen? Aber auch wenn wir, denn mein Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, um das miteinander zu überlegen, wenn wir nun überlegen, was ein guter Weg für uns ist, gehen wir ihn auch? Bekanntlich sind ja die guten Vorsätze bekannt dafür, dass sie eine relativ kurze Halbwertszeit besitzen. Jona in der Erzählung geht erstmal in die entgegengesetzte Richtung. Man kann es ja mal versuchen. Wie reagiert Gott? Das ist der Theologe in mir. Wie reagiert Gott? Er schickt einen Sturm und er bleibt bei ihm, direkt an seiner Seite. Das, finde ich, ist die erste große Gnaden- und Trostbotschaft in dem Buch und der Geschichte des Jonas. Gott bleibt an unserer Seite, persönlich, als Gemeinschaft von Menschen. Gott bleibt da und manchmal ist er auch mitten im Sturm am nächsten. Er lässt das Schiff nicht untergehen, ein paar Fässer gehen über Bord, Vorräte vielleicht, Materialien, Dinge, an denen das Herz zu Unrecht hängt, Dinge, die zu sehr beschweren. Gott rettet den Jona, die Mannschaft und uns und zeigt einen Weg, wie es weitergeht. Lieber Posaunenchor, liebe Christenmenschen, liebe Suchende und Zweifelnde, liebe Musiker aus Leidenschaft, Genießer und Grummler, Traditionalisten und Experimentalisten. Was für eine Freude, dass es euch gibt. So genial, dass ihr Corona überstanden habt. Mit Schrammen vielleicht oder Blessuren, lernt aus Fehlern, schaut nach vorn. Was für eine Freude, dass wir heute diesen Gottesdienst miteinander feiern können. Gott geht mit. Zurück zu Jona. Gott spricht zu ihm ein zweites Mal. Derselbe Auftrag, nicht leichter geworden. Geh in die Stadt Ninive, sagt ihr, tut Buße und ändert euer Leben. Gott gibt eine zweite Chance, die zweite große Trostbotschaft. Zu schade, dass die zweite Chance bei Jona nicht die Härte seines Auftrages abmildert. Glauben Sie mir, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich wünschte mir sehr, dass das Leben, das wir führen, etwas einfacher wäre, als es ist. Ich glaube aber auch, dass es unklug ist, so zu tun, als ob es einfacher wäre. Auf komplexe Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Nicht in Bezug auf Kirche, auch nicht in den großen Herausforderungen der Gesellschaft. Frieden schaffen, Umwelt schützen, Energie sparen, einfacher leben. Es nimmt uns niemand die Entscheidung ab, was genau das für mich persönlich bedeutet. Hier muss auch nicht jeder Jona werden und Prophet sein. Manchmal ist den Mund nicht aufzumachen auch gut. Hier muss nicht jeder Jona werden. Und es braucht Menschen, die mit Händen einen Weg herrichten. Die Handelskarawane führen, die Jona nach Ninive mitnimmt. Es braucht auch einen, der kocht. Und es braucht auch Menschen, die die Vorräte schleppen. Seid sicher, Jona ist nicht allein nach Ninive gereist. Alleinreisen in einem Wüstenland gibt es nicht. Gott geht mit. Gott gibt eine zweite, oft auch eine dritte Chance. Jona stellt sich seinem Auftrag. Und dann?
Es geschieht. Dann geschieht eigentlich das Irrsinnigste und Unwahrscheinlichste von allem. Es geschieht das Wunder. Das, womit niemand und am allerwenigsten Jona gerechnet hätte. Ninive kehrt um. Eine Stadt, eine ganze Stadt, tut Buße. Ein König in Sack und Asche. Ein Volk, das auf Gott hört und Gott der Gnade vor Recht ergehen lässt. Hilde Domin, nicht müde werden, sondern dem Wunder leise wie ein Vogel die Hand hinhalten. Das Wunder geschieht bis heute. Das Wunder am Grab getröstet zu werden. Das Wunder in der Musik, den Himmel auf Erden zu finden. Mit Lust und Liebe Posaunenköhler zu sein. Das Wunder, keine Angst vor der Veränderung von Kirche zu haben. Das Wunder, dass ein Mensch ein Verhalten, das er als falsch erkannt hat, ändert. Das Wunder des Regenbogens, der Auferstehung. Das Wunder, es hat so viele Namen, des Neuanfangs, Gott zu hören in all den Stimmen und Ja zu sagen zu dem, was er sagt. Heute und morgen und übermorgen. Amen. Liebe Gemeinde, aber vor allem liebe Musikerinnen und Musiker des Posaunenchores. Ehre, wem Ehre gebührt, so sagt man. Und wie könnte es anders sein, auch diese Redewendung stammt aus der Bibel. Römer 13, Vers 6 und 7.
Deshalb zahlt er ja auch Steuer. Denn Sie sind Gottes Diener auf diesen Dienst beständig bedacht, so gebt ihm jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem Steuer gebührt, Zoll, dem Zoll gebührt, Furcht, dem Furcht gebührt und Ehre, dem Ehre gebührt. Da ist mit Ehre natürlich eindeutig Gott gemeint. Ihm zur Ehre feiern wir Gottesdienste, singen wir, musizieren, beten. Und ihr, ein wichtiger Teil seit circa 120 Jahren, wenn auch mit Unterbrechungen und deshalb nicht so lang gezählt, glaube ich. Eure Klänge geben Gottesdiensten ein unnachahmlich festliches Gepräge. Und uralt ist die Tradition der Posaunen und Trompeten. Sie künden Wichtiges an. Früher Könige, immer den König aller Könige im Himmel. Mein Part heute ist vor allem im Namen der Kirchengemeinde, euch ein ganz großes Danke zu sagen. Danke für euer Musizieren, danke für eure Treue, danke für euer Miteinander, danke auch für Hochs und Tiefs, für überwundene Krisen und Neuanfänge, danke für eure Freude am Spielen und danke für diesen besonderen Tag, der Dank und Freude in Töne und Worte fasst. Ehre, wem Ehre gebührt. Heute gilt es auch für euch. Wir freuen uns als Kirchengemeinde, dass dieser Dank nach 10, 25, 50, 60 oder sogar, ich neige dazu, soll dann jetzt am besten aufstehen, nee, lassen Sie es, sogar 70 Jahren mit einer Ehrenurkunde und Nadel und ehrenden Dankesworten ausgedrückt wird. Aber diesen Part hat Bezirksposaunenchorobmann Frieda Wittmann, der die Ehrungen vornehmen wird, und deswegen bitte ich Sie jetzt, nach vorn zu kommen. Guten Morgen. Mein Name ist Frieda Wittmann. Ich komme ganz aus der Nähe aus Schwarzach, bin im Posaunenchor Acklasterhausen unter Schwarzach Chorleiter und in dieser Funktion als Bezirksobmann der Posaunenarbeit schon seit einigen Jährchen dabei und als Bezirksobmann im Konvent der Bezirke vorgeschlagen worden, als Kandidat des Landesarbeitskreises der badischen Posaunenarbeit. Und im Landesarbeitskreis bin ich jetzt auch einige Jahre dabei. Und ich bekomme von hinten ein Zeichen, dass Sie schlecht verstanden werden. Ich kann auch etwas lauter reden, das wäre auch damit geregelt. Und als Mitglied des Landesarbeitskreises werden die Mitglieder des Landesarbeitskreises in die Gemeinden gesandt, weil die Hauptamtlichen wichtigere oder mehr Arbeiten hätten, die müssten sonst Überstunden machen bei den Ehrungen. Und wir Mitglieder des Landesarbeitskreises machen das natürlich sehr gerne in dem Bereich, wo wir also auch herkommen. Und so auch heute in Meckesheim Mitglieder des Posaunenchores zu ehren, zu danken, zu würdigen für die Arbeit, die sie im Chor, in der Gemeinde, in den Jahren, Jahrzehnten erbracht haben und ihnen zur Freude und Gott zur Ehre zu spielen. Ich habe eine kleine Geschichte mitgebracht, die mir beim Lesen eines Journals des evangelischen Posaunendienstes in Deutschland über den Weg gelaufen ist. Ich bin in den letzten Wochen zu Hause dabei, unseren Vorrat an Holz etwas aufzufüllen und bin am Holzspalten. Und der Posaunenwart Reinhard Kramm hat eine kleine Andacht geschrieben und die hat mich angemacht, dass eben Holzspalten der erste Satz ist. Ich lese Ihnen das jetzt einfach mal vor und hoffe, dass ich also da einen richtigen Punkt erwischt habe und Sie also auch dadurch etwas erheitern kann, wenn auch der tiefere Sinn sehr tief sitzt und ernst gemeint ist. Im Winter wird vielerorts Holz gespalten oder auch natürlich im Lauf des Jahres. Einen Kamin zu haben, der wohlige Wärme in der kalten Jahreszeit ausstrahlt, ist schon was Besonderes.
Spalten kann man so einiges, unter anderem auch Stimmen im Chor oder Bläserstücken. Plötzlich gibt es eine Aufteilung im Alt oder im Tenor, der vorher erkennbar war. In den meisten Chören gibt es da aber schon eine feste Aufteilung in der Gruppe. Es ist also klar, wer nach oben oder nach unten rutscht. Eine Spaltung ohne Diskussion, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Nun behaupten einige, unsere Gesellschaft wird gespalten. In der Musik klingt es trotz Spaltung immer noch harmonisch, doch in den öffentlichen Medien wird die gesellschaftliche Spaltung eher dissonant betrachtet. Diskussionen um unterschiedliche Meinungen gab es schon immer und wird es auch immer noch geben. Und es gab auch immer diese Leute, mit denen man lieber nicht diskutieren konnte, weil sie sowieso im Recht sind. Wieso grüble ich bei jedem Gespräch, ob meine Meinung wirklich die richtige ist? Und andere sind sich sicher, dass ihre Weisheit der Menschheit letzter Schluss ist. Selbst Wissenschaftler hinterfragen ihre Erkenntnisse. Heute häufiger als früher, weil sich ständig Neues ergibt und durch das Internet alle Nachrichten schnell betrachtet werden und neu eingeordnet werden müssen. Manchen Menschen geht das zu schnell. Das Abweichen von den eigenen Dogmen und Vorurteilen ist gar nicht so einfach und man befürchtet, sein Gesicht zu verlieren, wenn man plötzlich seinen ursprünglichen Standpunkt verliert. Sind wir Menschen zu unflexibel? Aber gerade die Neugierde hat uns immer wieder zu Höchstleistungen beflügelt. Ohne Neugierde keine Erkenntnisse, keine Erfindungen, kein medizinischer Fortschritt. Dabei spielt doch Versuch und Irrtum eine wichtige Rolle und viele Erfinder haben sich nicht von Fehlschlägen abhalten lassen, weiterzumachen, bis sie Erfolg hatten. Selbst in der Musik gäbe es keinen Fortschritt, wenn nicht andere Klänge, Rhythmen und Artikulationen erforscht worden wären. Jede Musik hat ihre Zeit, ihre Schönheit und ihre Anhänger. Eine Abweichung der Einstimmigkeit ist bereits eine Spaltung. Dennoch entsteht daraus wieder etwas Harmonisches. Die Musizierenden kommunizieren miteinander und nicht gegeneinander und finden immer wieder zusammen. So hoffe ich auch, dass wir in unserer Gesellschaft wieder zusammenfinden. Wenn ich ein Holz spalte, dann sind beide Teile meist gleich groß. Bei der sogenannten Spaltung unserer Gesellschaft passt dieser Vergleich nicht. Unser christliches Harmoniebedürfnis ist so groß und wir möchten, dass alle Menschen friedlich miteinander auskommen. Aber wir haben uns doch selbst gespalten. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es evangelische Christen und eine Vielzahl von Splittergruppen. Auf der Welt insgesamt noch viel mehr Religionen. Was uns eint, ist der Dialog. Auf Augenhöhe miteinander reden, nicht von oben herab. Wenn wir die gemeinsamen Harmonien finden, ertragen wir auch unsere Dissonanzen. Hauptsache, am Ende steht ein schöner Schlussakkord. Das war das Thema zum Holzspalten. Auf die im Moment recht zerfledderte Welt. Einstellung und Ideologien, aber das steht uns wahrscheinlich in der Größe nicht zu, darüber zu urteilen, wer da Recht oder nicht Recht hat. Und auch die Waffen werden mit Sicherheit da keine große Hilfe dabei sein. Ich möchte jetzt, insgesamt stehen auf meiner Liste 11 Musiker und Musikerinnen ehren und fange sozusagen mit den Jüngsten an, mit 10 Jahren. 10 Jahre Posaunenchor Meggesheim. 10 Jahre angefangen als Jungbläser, sich langsam hochgearbeitet in der Stimme, also am Instrument. Das ist immer spannend, was sich aus einem jungen Menschen entwickelt. Oder natürlich kann es auch ein älterer Mensch sein, der in der Spätberufung meint, den Posaunenchor mit einem Instrument unterstützen zu dürfen. Das ist auch kein Problem. Viele Leute, es gibt viele Chöre, inzwischen in Baden sogar Seniorenchöre, also die mit der Rente meinen, also die Freizeit noch etwas aufzuhübschen und das klappt tatsächlich. Es gibt Senioren-Posaunenchöre um Karlsruhe, um Pforzheim, die haben eine Personenstärke um die 30, 35 Bläserinnen und Bläser und sind sozusagen die schnelle Eingreiftruppe für den Posaunenchor im Bezirk, weil die Arbeiten der Bevölkerung heutzutage nicht mehr so
flott wegkommt, wie man das vielleicht früher konnte, weil überall die Stellen reduziert sind und man freut sich deshalb, dass dann die Seniorenchöre da sind, um schneller Eingreiftruppe zu machen. Wenn man so einen zahlenstarken Posaunenchor hat wie Meckesheim, denke ich, dass da auch also immer eine kleine, schnelle Eingreiftruppe verfügbar ist, wenn man mal für ein Ständchen oder für eine Beerdigung oder für eine Hochzeit ein paar Menschen braucht. Das ist ganz klar. Für 10 Jahre darf ich eine Nadel in Bronze überreichen an den Ender Sebastian. Der Jäger Lukas, habe ich mir sagen, das ist nicht da. Kapfer Sabine, Michaelis Stefan, Schafi Lena und Trendel Charlotte. Das neue Bläserzeichen, man sieht es wahrscheinlich von hier nur als einen schwarzen Punkt oder einen dunklen Punkt, soll darstellen einen Schalltrichter eines Blasinstrumentes und da ist das Symbol der Badischen Landeskirche mit drin. Ich mache hier einfach mal von rechts, da liege ich von meinen Mädels an. Ein Nädelchen für dich. Vielen Dank. Und viel Spaß. Vielen Dank. Das ist ein großer Jungbläser. Vielen Dank, Papa. So, vielen Dank. Und weiterhin viel Spaß. Und Trompete. Und ihr dürft noch ein bisschen da bleiben, weil nachher will irgendjemand von euch hin machen. Wir bleiben. Gut. Dann geht es weiter mit einem Herrn Dr. Tim Eckert für 25-jährigen treuen Dienst in der Posaunenarbeit. Da gibt es dann eine Urkunde. Da steht oben drüber, lobe den Herrn mit Trompeten und Posaunen. Urkunde Dr. Tim Eckert für 25-jährigen treuen Dienst in der Posaunenarbeit. Unterschrieben von den Landesposaunenwarten Armin Schäfer und Heiko Petersen und dem neuen Landesobmann Christian Kühlermann-Rohloff. Die beiden Landesposaunenwarte haben jetzt im Frühjahr verliehen bekommen den Titel Kirchenmusikdirektor. Also da wurde sozusagen auch für die Laienmusiker eine extra Stufe eingerichtet, um also sozusagen die Arbeit also mit den Laiengruppen, mit den Posaunenchören auf ein neues Niveau zu setzen, weil Kirchenmusikdirektor gab es vorher nur bei den Gesang und bei den Klassikern und jetzt sind auch die Posaunenwarte damit eingebunden worden. Und das fand also natürlich in der Bläserarbeit, Posaunenarbeit, also großen Anklang. Tim, ups. Vielen Dank für die Arbeit, auch als Obmann, eine Urkunde und ihr seht schon, der Unterschied ist dann das Kästchen und eine Nadel in Silber. Zum Anstecken ans Revier. Weiterhin viel Spaß. Der Thomas Kirsch, der lässt sich entschuldigen. Der kriegt sozusagen jetzt eine Urkunde oder bekäme. Das kriegt nachher der Tim, der darf das dann weiterreichen. Aber den Klaus Zimmermann habe ich hier noch stehen. Urkunde mit dem gleichen Text, für 50-jährigen treuen Dienst in der Posaunenarbeit, aber dafür eine Anstecknadel in Gold. Klaus, einmal das Paper, eine feuchte Hand bei den Temperaturen und die Nadel in Gold. Vielen Dank für deine Arbeit im Chor als Obmann vor dem Team. Und es war mir immer eine Freude in der Zusammenarbeit auch im Bezirk. Also wenn wir was zusammen geplant haben, also war Klaus immer voll dabei. Vielen Dank. Jetzt kommen sozusagen die Honoren Herren. Leider ist keine Dame dabei, deswegen sage ich nur Herren. Und 60 Jahre im Posaunenchor. Da habe ich einmal den Herrn Gerhard Haspel. Lieber Gerhard. Der
Posaunenarbeit ist es eine Freude, Menschen, die so lange also bei einem Chor mitspielen und ihre Dienste zur Verfügung stellen. Dann hat sich Gerhard also auch mit seiner Familie in der Posaunenarbeit in Baden ziemlich etabliert mit der Stiftung. Und es gibt ein Buch mit Bildern, also es ist eine Luther-Übersetzung mit Bildern von Sieger Köder. Nicht, dass einem die Medaillen ausgegangen wären, aber es ist sozusagen also die Zwischenspanne zwischen 50 und mehr Jahren werden die Takte etwas enger. Und die Posaunenarbeit hat sich sozusagen für Menschen mit mehr als 50 Jahren, gibt es im 10-Jahres-Abstand ein Buch mit Bildern vom Sieger Köder. Vielen Dank, Gerhard, für deine Arbeit im Chor. Einmal die Urkunde. Und einmal das Buch. Viel Spaß dabei. Ja. Und wir sehen uns spätestens im September bei der Freizeit Reifes Blech. Das kann ich gerade noch einfügen. Es gibt auch von der Posaunenarbeit in Baden Lehrgänge, Freizeiten, wo man sich also von den Chören untereinander vom Bodensee bis nach Wertheim treffen kann. Da lernt man Leute kennen fürs Leben, angefangen bei den Jungbläserlehrgängen an Neujahr und an Pfingsten. Und wenn man da regelmäßig hingeht, dann ist man erstaunt, wie viele also immer wieder kommen, also weil es ihnen Spaß gemacht hat. Und auch die Freizeiten öffnen andere Länder, andere Gebiete. Es gab Freizeiten in Holland beim Segeln, es gibt Freizeiten in Italien in den Bergen, es gab Freizeiten am Bolsenasee, es gab Freizeiten in Spanien für Jugendliche. Es gibt momentan eine Wanderfreizeit für Jugendliche in den Bergen mit Hütten und Bergführer. Alles geboten. Und für die Senioren ist es jetzt in Oberstdorf im September. Eine Ehrung, da muss ich sagen, ich glaube, das habe ich bis jetzt nur einmal in meinen Jahren geschafft, 70 Jahre Blasen im Posaunenchor. Der Horst ist für mich als junger Bläser immer schon im Posaunenchor Meggisheim gewesen. Und wenn wir Bezirksproben, Bezirksaufführungen machen, dann es gab immer den Horst Fletterer. Und jetzt ist mir das eine wirklich besondere Ehre, Horst, dich für 70 Jahre im Posaunenchor Meggisheim zu ehren, mit einer Urkunde und einem Buch mit dem Titel Unterwegs zu Luther. Also das ist auch relativ neu in der Riege der Medaillen und Geschenke. Ich darf dich bitten, ich komme dir etwas entgegen, aber dann darf ich dich bitten, mit zu den anderen dazuzustehen, dass wir für die Presse entsprechend das präsent haben. Lieber Horst, vielen Dank für deine Wenn ich geahnt hätte, dass man sich nicht an die Vereinbarung hält, ich wollte nämlich nicht rückwirkend geehrt werden, sondern würde mich oder freue mich auf die 75-jährige Jubiläum, dann hätte ich zumindest mich vernünftig angezogen und zum Zweiten hätte ich auch meine Familie eingeladen. Schade drum. Ich habe sowieso ein gespaltenes Verhältnis zu solchen Ehrungen. Auf der einen Seite wird man gelobt, wenn man jede Probe besucht, sowieso jede öffentliche Auftritte, das ist ja klar. Andererseits handelt man sich ein gerüttelt Maß an Ärger ein. Sie werden sagen, wieso? Na, ganz einfach. Stellen Sie sich mal folgendes Szenario vor. Es ist ein Geburtstag, die Hausfrau hat sich alle Mühe gegeben, schönes Abendessen gekocht und der Horst steht auf und sagt, tut mir leid, ich muss jetzt in die Posaunenchorprobe. Da handelt man sich keine Freude ein. Und das nicht jeden Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag, wenn ich unterwegs bin.
tritt dieser Fall ein. Und ich weiß schon im Voraus, wenn ich den Kalender anschaue, wenn es wieder blüht, dass jemand verärgert ist. Und dann noch der hohe Anspruch, Soli Deo Gloria, also Gott allein die Ehre, dem bin ich nicht gerecht worden. Zu viel Eitelkeit und Wichtigtuerei waren immer da und sind wahrscheinlich auch in der Zukunft noch da. Deshalb den heiligen Schein, den nehmen wir runter und lassen, wie es war. Zwei Reihen So, jetzt wurden wir fast alle geehrt, haben einige Geschenke bekommen. Ich habe jetzt hier noch ein Geschenk dabei und das soll sein für unseren lieben Frieder. Ich muss aber eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe ihn vor, einigen Wochen gefragt, ob er denn Gelegenheit hat, heute uns zu ehren. Und dann sagte er, ja, der Vormittag ist noch frei. Am späten Nachmittag hat er allerdings schon eine andere, ich meine auch bläserische Verpflichtung, ne? Glockenweihe, 500 Jahre Aglasserhausen. Genau, so. Aber er hat gesagt, kein Problem, der Vormittag ist noch frei. Einige Wochen später hat er mir Bescheid gegeben, mittlerweile ist eine dritte Veranstaltung dazu gekommen. Das heißt, es ist fast wie bei Wetten, dass, wenn die Promis schnell wieder weg müssen. Er hat jetzt heute Mittag noch eine dritte Veranstaltung in deiner eigenen Gemeinde, ne? Und dann eben heute Abend dann nochmal die dritte Veranstaltung. Von daher umso mehr vom ganzen Chor. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute uns zu ehren. Es hat uns sehr gefreut. Bitte schön. Vielen Dank. Thank you.
miteinander, füreinander, lasst uns beten und ich bitte Sie dazu, sich zu erheben. Wenn wir dies tun, so denken wir an die, die starben und nehmen Angehörige und Freunde mit in unsere Fürbitte. Es starb Kuno Kaiser im Alter von 92 Jahren. Wir hörten beim Abschied auf seinen Konfirmandenspruch: Seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume. Möge er in Gottes Armen geborgen sein. Gott geborgen in Tod und Leben, umfangen von Gnade, hier wie dort. Lass uns vertrauen, dass du uns umgibst, wie die Luft zum Atmen, wie das Licht, welches uns scheint am Tag und in der Nacht. Sei bei Angehörigen und Freunden von Kuno Kaiser, tröste sie, halte sie, behüte und bewahre ihre Seele. Gott, was für eine Gnade, musizieren zu können, Gemeinschaft zu erleben in der Musik. Danke allen, die dies hier im Posaunenchor ermöglichen, Chorleiter und Obmann, Spielerinnen und Spieler, Menschen in zweiter und dritter Reihe, die dies fördern und unterstützen, Angehörige und Freunde, die Kirchengemeinde, Zuhörerinnen und Zuhörer. Segne den Posaunenchor, stärke ihre Gemeinschaft und danke für ihre Musik, dir zum Lob, uns Menschen zur Freude. Gott, wir bitten dich um Frieden. Unsere Aufmerksamkeit lässt nach, unsere Hilflosigkeit nimmt zu, unsere Erschöpfung wächst angesichts der Größe der Herausforderungen. Du, Gott, schenkst neuen Mut. Wache Augen und Ohren, lass uns nicht nachlassen, für den Frieden zu beten und zu tun, was uns möglich ist. Gemeinsam setzen wir unser Gebet fort mit den Worten, die du uns zu beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Komm, Herr, segne uns. Wir singen das Segenslied.
Wir danken allen Mitwirkenden im Gottesdienst sehr, sehr herzlich. An vorderster Stelle natürlich heute dem Posaunenchor unter Leitung von Thilo Braun und Frieda Wittmann für sein Kommen. Ja. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt und bekommt besonders der kirchenmusikalischen Arbeit hier in der Kirchengemeinde zugute. Nächster Gottesdienst, 3. Juli um 10 Uhr, ist ein festlicher Familiengottesdienst unter Mitwirkung des Kindergartens mit Pfarrerin Schröder-Ender. An diesem Tag feiert der evangelische Kindergarten im Rahmen des Dorfjubiläums seine offizielle Einweihung und lädt im Anschluss an den Gottesdienst zum Tag der offenen Tür ein. Bürgermeister Brandt und andere werden kommen, Grußworte sprechen und die Einweihung vornehmen. Ganz, ganz herzliche Einladung dazu. Der Kindergarten hat viel vorbereitet und würde sich über viel Besuch freuen. Ebenfalls am 3.7. findet nach zweijähriger Pause wieder ein Zwergen- und Riesenflohmarkt statt, veranstaltet von der Kirchengemeinde anlässlich der 1200-Jahr-Feier. Es ist dieses Mal ein Flohmarkt für Kindersachen mit Einzeltischen. Dieser findet von 14 Uhr bis 16 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Verkauft werden darf alles rund ums Kind, von Kleidung über Spielzeug, Bücher bis zu Kinderwagen und so weiter. Der Erlös kommt wie immer der Kinderarbeit der evangelischen Kirchengemeinde zugute. Wir wünschen Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Na dann, feiert mal schön und genießt den Tag. Geht als Gesegnete. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.